Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und zwar gibt es hier einmal die Venus. Und die kostet 2900. Und es gibt den Häuptling, der ist ein bisschen teurer, weil er Stufe 3, glaube ich, ist. 3850 kostet er. Hier ist Stufe 1, genau. Stufe 1 ist immer ein bisschen günstiger, bevorzuge ich also. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt irgendeins von diesen beiden Pferden holen soll. Wir gucken uns die mal schnell an. Weil eigentlich möchte ich ein ganz anderes Pferd. So, lasst uns mal gucken, dass wir den finden überhaupt. Das hier hätte ich so gern. Oh, das sieht so geil aus. Und das hier gefällt mir auch mit der Frisur, so ein bisschen rockig. Wo? Goldschweif, das ist das Pferd, das wir da kriegen können bei dem Dingensbummens, ne? Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so überragend. Oh! Orca! Oh mein Gott. Ich will den haben. Oh. So, Venus, gucken wir mal an. Wie sieht die denn aus? Oh, mit Blau. Nee, lieber nicht. Dann, war das andere. Hier unten, der Häuptling. Da gefällt mir tatsächlich die Stufe 3 sehr gut. Wobei Stufe 1 jetzt auch nicht schlecht aussieht. Aber ich hätte halt gerne ein anderes Pferd. Ich glaube, mich zu erinnern, dass auch dieses Pferd sehr hübsch war. Ich weiß es noch nicht. Also wenn, dann glaube ich eher der Häuptling. Aber wenn dann als nächstes das Pferd kommt, was ich gern haben möchte, dann beiß ich mir den Popo. Schwierig. Sehr schwierig. Aber wenn wir schon mal hier sind, morgen, 18 Stunden, kommen die neuen Stufe 4 Pferde. Der Bretone. Das irische Sportpferd. Die beiden habe ich, glaube ich, schon, ne? Ja. Und dann kommt noch bei den Fantasiepferden das Standard-Einhorn. Bin ich mal gespannt. Ich werde mir das bestimmt holen wollen. Allerdings habe ich gesehen, dass ich quasi jetzt schon hier also die ganzen Punkte habe. Wartet mal, das sieht man, glaube ich. Wo sieht man es? Sieht man es hier? Genau, 18 Stück. Braucht man da eine 20 zu? Dann habe ich die noch nicht. Man weiß es immer nicht so genau, ne? Das ist, glaube ich, auch ab und zu unterschiedlich. Deswegen habe ich mich entschieden, ich werde jetzt eins von den beiden Pferden hier holen. Und werde dann, ich denke mal das hier, weil da habe ich noch von denen am meisten. Und da gehen nur 10 weg von dem. Und dann müsste das eigentlich funktionieren, dass ich mir hier das quasi auch noch holen kann an Steinen. Was mir das Standard-Einhorn bringt, wenn ich die Aufgaben erledige. Deswegen hole ich mir jetzt mal dieses hier. Und mal gucken, ob ich es züchte. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich habe von hier. Das habe ich noch nicht. Das habe ich. Oh Gott, ich glaube, ich habe tatsächlich nur Stufe 1. da müssten wir also noch einiges züchten. Und hier können wir jetzt wieder Aufgaben erledigen. Finde ich auch nicht schlecht. Oh, das ist noch unterwegs. Das bringt dann 5. Okay. Naja, gerne. Von mir aus, gerne. Und wie gesagt, in 18 Stunden, 25 Minuten geht's hier dann los. So, das Pferdchen hier habe ich ja geschenkt gekriegt. Das muss jetzt weg. Weil wir brauchen ja den Platz fürs nachgezüchtete Pferd. Bringt jetzt zwar nur 20 Diamanten, aber 20 ist besser als nichts. Also verkaufen wir den guten und können unser Fohlen hier reinstellen, damit wir wieder züchten können. Bin mal gespannt, bis wann das hier mit der Velara und der Fiona-Zucht klappt. Oh nee, wartet. Oh, das ist ja ein VK-Pferd, dem sollten wir keinen Namen geben. Nein, ich fütter dich jetzt aber nicht. So, ich schicke dich gleich auf die Weide. Zusammen mit dem anderen VK-Pferd. So. Es dauert immer ziemlich lange, bis die fertig sind. So.
Und dann gehen wir mal hier rein in den Zuchtstall und probieren unser Glück heute nochmal mit den Velaras. Das wäre schon toll, wenn es endlich mal klappen würde. Dum, 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 dum. Jawohl, so. Unser Hengstchen, der Duardo, wo ist er denn? Hier ist er. Zack. Und unser Stütchen. Kann ich mir den Namen nicht merken. Zucht. Ganz einfach. Zucht. Merkst dir. So, wir haben 12%. Wir, was? Warum kann ich hier nichts angucken? Ich habe noch nichts gezüchtet. Und gestern auch nicht. Ist das bei euch auch so? Könnt ihr da auch nichts mehr angucken? Sehr seltsam. Naja, dann probieren wir es mit den 12%. Es wird garantiert wieder nichts, weil mit den Verbesserungen wird es auch schon nichts. Und ja, es bleibt wieder kurz davor stehen. Schade, schade. Aber so ist es nun mal. Gut, dann sind wir hier in Deutschland eigentlich auch schon fertig und können nach... Wo gehen wir denn hin? Frankreich. In Frankreich möchte ich immer noch den, die Stammesfeder züchten. Stufe 2. Erstmal kurz das Geld abholen. Hierher unterwegs ist übrigens Concha. Unser Stufe 2er Ehre. Ehre, Pferd. Weil ich brauchte Platz in Montana. Ich müsste unbedingt die Oasen erweitern. Aber es kostet alles Diamanten. So. Dum, dum. Wo ist sie denn? Die Stammesfeder. Hier, Red. Zack. Und hier bei den Stuten, oder bei der Stute, haben wir eine Neuerung. Ich habe die Stute nämlich verkauft, als hier die nächste Stute in den Startlöchern stand. Charm heißt sie. Und ja, hier werden wir... Warum kann ich sie jetzt hier benutzen? Seltsam, seltsam. Aber wir werden es hier einfach bloß so probieren. Dann benutze ich das wahrscheinlich bei dem Fiona-Pferd oder dem Stammesschützen. Auf der gegenüberliegenden Seite. Also auch hier wieder ein Diamantenpferd. Schade. Okay, weiter geht's. Und es gibt noch eine Neuerung. Und zwar hier kriegt man jetzt mehr Punkte. Hier kann man es mal zeigen. Man kriegt jetzt 10 anstatt 1. Weil ich fand es schon ein bisschen fragwürdig. Man bekommt an einem Tag mit diesem ganzen Zeug, was man erledigen muss, nicht mal 10 Punkte, sondern man bekam nur 9. Und das ist schon ein bisschen fragwürdig, wie man da zu irgendwas kommen soll. Es ist, ja, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wo? Wo gibt es diese Tickets? Werden die erst hier, wenn in 4 Tagen 18 Stunden aktualisiert wird, hier irgendwo mit eingefügt? Damit man das nicht gleich schon von Anfang an bekommen kann? Oder was ist damit? Weil hier unten kriegt man die ja de facto auch nicht. Komisch. Naja, wir laufen jetzt hier auch mal ein bisschen. Mal gucken, was wir so kriegen. Außer Schritte dazu. Da brauchen wir extrem viele Schritte. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben. So, Dankeschön. Nehme ich gerne. Dann die 4. 1, 2, 3, 4. Wir kriegen 500. Wahnsinn. Ja, geil, oh. Und die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir laufen auf jeden Fall Schritte. Das ist schon mal gut. Und kriegen die kostenlos quasi, weil wir haben ja wieder was gekriegt. Ach, schade. Um 1. Naja, okay. Weiter geht's. Oh, und wieder Münzen. Hier kriegen wir ständig Münzen. Kriegt ihr auch ständig Münzen? 5 von denen. Was ist das? Anstecker? Medaillen? Oh, nice. Sehr schön. Und die 4? Sind wieder 5. Sehr gut. Und jetzt eine 2. Komm schon. 2. 2. Nee, ein 1er. Warum ist der rot? Okay, jetzt brauchen wir nochmal einen 1er, den kriegen wir eh nicht. Ein 6er, okay. Wieder Münzen. Und ein 5er. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 5 Münzen, 5 so Medaillendinger. So, schauen wir mal. Oh, wieder nur Münzen.
Und eine 1. Na toll, die hätte ich da vorhin gebraucht. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder eins drüber. Die wären doch cool, die 1000. Mann. Okay. Eine Runde laufen wir jetzt noch. Mal gucken. Ja, wieder. Münzen. So, jetzt kriegen wir wieder Münzen. Warum? Oh, ich krieg ständig Münzen. Na toll. Na 1. Immer dann, wenn man sie nicht braucht. Und wieder Geld. Eine 2. Oh, jetzt kriege ich bestimmt wieder keine 2, sondern eine 3. Nie eine 1, aber jetzt kriege ich da eine 3 oder so irgendwas. Eine 6. Nee, okay, komm. Die Runde machen wir jetzt noch. Aber dann ist echt Schluss. Machen wir morgen wieder. Eine 1. Na toll. Muss man da bestimmte Anzahl von Runden rennen? Bis man die 1000 kriegt, hä? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4. Ich hätte doch eine 4 gebraucht. Na, schade. Okay, aber wir haben jetzt schon einige Schritte gemacht. In 100 Schritten kriegen wir Diamanten. Was sehr, sehr geil ist. Wie viele es sind, kann man nicht gucken. Aber egal. So. Hier können wir jetzt mit unserer Stammesfeder züchten. Wir haben das letzte Mal ein Stufe 2er Stütchen bekommen. Und mal gucken, ob uns das gekollt ist und wir dieses Mal ein Stufe 3er Stütchen bekommen. Habe ich euch überhaupt dazu geschalten? Ja. Gut. hier, jetzt hätte ich meine auf Züchten gedrückt. Oh mein Gott. Stammesfeder. Wo ist sie denn? Hier. Nett. Nee, Stammesschütze. Warum nenne ich mal Stammesfeder? Die zwei verwechsel ich ständig. Ich sag ständig zu dem einen das andere und so weiter und so fort. So, wo ist es denn? Hier, Abia. Mal gucken, können wir hier? Oh, wir können angucken. Okay, dann gucke ich mal geschwind an. Und oh mein Gott, wisst ihr, was ich eben gesehen habe? Ich habe den falschen Hengst genommen. Oh, aber ihr müsst wissen, es ist noch ganz früh am Morgen. Ich hatte noch keinen Kaffee. Oh, jetzt haben wir nur die Stufe 2er als... oh mein Gott, wie kann das denn nur passieren? Oh. Nein. Oh, und wir haben wieder den Bug. Ist es dein Ernst? Ihn hier. Ihn hätte ich nehmen müssen. Jetzt hatten... Oh Gott. Ja, ja, ich weiß. Und oh mein Gott. Ja, toll. Super. Nein. Oh Gott. Ist euch das auch schon mal passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich nehme halt einfach den falschen. Ha. Okay. Voll der Fail. Ah. Naja. Was willst du tun? Nichts. Außer drüber lachen. Ah. Halleluja. Okay, gut. Dieses Pferd müssen wir leider verkaufen. Weil unser VK ist noch lange nicht so weit. Und es heißt so viel wie Fohlen, ciao. Und hier müssen wir schnell füttern, dann auf die Weide schicken. Und dann können wir züchten. So. Auf die Weide schicken. Aber auch das richtige Pferd. Oh Gott. Weg damit. So, hier haben wir auch Stufe 1 noch zur Verfügung von den Stütchen, deswegen aufpassen. Wenn ich jetzt hier aufgenommen habe, hole ich mir gleich einen Kaffee. Sonst wird es in der nächsten Aufnahme genauso. Ach Gott. So. Ja, hier. Wir gucken vorher nach. Stufe 2. So. Und...
Ich habe es aber noch nicht mal gecheckt, als es da stand, als die beiden rechts und links schon drin waren. Oh. So, Fiona war Stufe 1, du bist Stufe 2. Auf geht's. Meine Güte. Und anscheinend kann man bei den Pferden, wo man schon mal geguckt hat, keine Videos mehr anschauen, oder wie ist es? Weiß es jemand von euch? Oh mein Gott, wir haben es endlich. Oh Gott. Danke, Spiel. Oh, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott. Wenigstens etwas hat mal geklappt jetzt. Oh mein Gott. Jawohl. Endlich hat's geklappt. Ich habe ja schon immer dran geglaubt. Ja, super. Geil. Endlich. So, und ich würde sagen, als letztes heute werden wir hier ein Rennen machen von 2400 Meter und werden versuchen, Scarlett nochmal zu verbessern. Vielleicht haben wir auch hier Glück heute, wie beim letzten Mal bei der Verbesserung, dass das hier nochmal verbessert wird. Aber oh mein Gott, es hat endlich geklappt. Oh, ist's nicht wahr? So. Jetzt werden wir erstmal unser Glück hier noch versuchen. Es ist doch Wahnsinn. Ich meine, wir hatten bei dem Schützen ja auch Glück, ne? Bei dem Stammesschützen. Wir haben ja das Rosane bekommen, nur was? Das falsche Pferd. Also die falsche Stufe. So, jetzt muss ich mich hier aber konzentrieren, weil schon wird es wieder nichts hier. Wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwas rede, dann schaffe ich das nicht. Dann renne ich irgendwo dran. Ups, da ist schon das erste Hindernis. Zum Glück geht das Rennen hier schnell. Ich werde gucken, dass ich das hier bis zum Ende mache, dass ich Chemie auch noch einmal verbessere mit der Sprungfähigkeit. Weil da ist sie nicht wirklich gut. Also ich bin heute mit ihr das nordische Rennen gelaufen. Und bei den nicht ganz hohen, sondern so mittelhohen Hindernissen ist sie jedes Mal hängen geblieben. Und ja, das war jetzt dann nicht ganz so gut. Hoppala. Deswegen, ja. Sollte ich da auch noch mal ein bisschen verbessern, wobei ich sie, glaube ich, auch für die Dressur haben wollte, ne? Und irgendein schönes neues Pferd hätte ich da noch gern. Weißt du, ob ich es für die Dressur mache oder auch für die Rennen? Weil eine für die Rennen hier, also ein Pferd für die Rennen hier, da habe ich ja nur Scarlett. Die anderen sind mir alle zu schnell mit alles auf Diamant. Uah, da haut's mich aus der Kurve. Ist absolut zu schnell alles. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, was war es jetzt wieder? 2400, 2100? Ich laufe einfach mal. Ah, oh mein Gott, das war jetzt aber auch wieder haarscharf. Ganz knapp, ey. Naja, wir sollten auf jeden Fall alles schaffen. Also 2100 oder 2400. Ich glaube, wir schaffen sogar 2800, so wie das hier im Moment aussieht. Dann können wir das nächste auch noch mit ihr laufen, aber nicht heute. Ich denke mal, das werde ich dann wieder im Off machen. Wenn ich es denn machen werde. Ich hab's vor. Also früher war das. Nein! Oh mein Gott. Nicht nach den Münzen springen. Das ist doch das Erste, was ich euch immer sage. Nicht nach den Münzen springen. Und ich habe es trotzdem gemacht. Eieiei. Ja, früher war das Spiel nicht so zeitintensiv. Mittlerweile kann man sich da ziemlich drin verweilen, wenn man da etwas erreichen möchte, finde ich. Oder es liegt einfach nur daran, weil ich so lange brauche dafür. Keine Ahnung. Dass mir das alles so viel vorkommt, so wahnsinnig viel zu tun ist. Aber ich mache nicht jeden Tag was großartig. Also ich spiele zwar dann meistens jeden Tag, dass ich mich einlogge und dass ich das Geld abhole und vielleicht noch was herstelle und die Pferdchen auf die Weide schicke und so weiter. Aber, huch, boah, das war aber auch haarscharf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag alles mache. Gestern zum Beispiel habe ich gar nichts gemacht, da habe ich mich noch nicht mal eingeloggt.
Oh. Aber ich glaube, das könnten wir jetzt auch schon auslaufen lassen hier. Weil wir haben es jetzt auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, hier die Verbesserung zu bekommen. Ja, genau, yay. Oh Gott, das ist wieder so verschwindend gering und es wäre schon... Oh, Gold mit Krönchen. 13... Oh, nee, das wird nichts. Schade. Okay. Leider nein, aber wir probieren es auf jeden Fall wieder. Vielleicht probiere ich es jetzt noch währenddessen, dass hier alles läuft. Aber das ist ja wie... Also, ich weiß nicht, ich bin mit dem hier nicht ganz zufrieden. Ich mache noch zum Abschluss einmal würfeln. Also eine Runde würfeln. So, hopp. 5. Komm schon. Jetzt schaffen wir es. Jetzt kriegen wir die 1000. Vielleicht. So, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Das ist auch gut. Und jetzt bräuchte ich eine 3. 1, 2, 3. Nein, eine 5. Okay, aber jetzt lasse ich es wirklich für heute. So, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.